Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft auf dem Bauernhof. Heute am Samstag, das ist die Samstagsfolge. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gestern für einen Tag gesagt habe, aber egal. Heute ist auf jeden Fall die Samstagsfolge. Und ich wollte mal gucken, ob sich, wie sich das mit dem Gras, was wie das Gras momentan hochwächst, ob das so funktioniert, wie wir uns das, so wie ich mir das vorstelle. Ob es schon hochgewachsen. Alter, zwei Bogenschützen, eine Spinne und ein Creeper, der gerade irgendwie spawnt ist. Sehr cool. Aber sehe ich das von hier? Oh ja, die zweite Etage ist schon hochgewachsen. Ich weiß nicht, ob ihr das ausseht, aber doch, die zweite Etage ist schon hochgewachsen. Drei Skelette sogar. Oh fuck. Mann, gut, ich habe das so ein bisschen gehört, wie er hier rumgeschissen ist. Willst du mich verarschen? Ich hab heute ein Video gesehen. Da waren auch zwei im Multiplayer unterwegs bei Minecraft. Und der eine hat einen Creeper getriggert. Und der andere hat den Creeper zu ihm hingestoßen. Und dann ist er explodiert. Das war schon so ein bisschen fies, muss man ganz ehrlich sagen. So, die Lore steht da oben. Das ist sehr, sehr cool. Dann holen wir uns doch mal einen Eimer Lava. Einen Eimer Lava. Und werden mal so ein bisschen bei den Hühnern. Obwohl, ich war ja eigentlich dabei, genau, ich war ja eigentlich gestern dabei und das will ich eigentlich auch noch weitermachen, unten die Kiste mal auszuräumen, dass ich das ganze Zeugs aus dem Schleimschank hochbekomme und da dann ein bisschen weiterarbeite, auch irgendwann, früher oder später. Das wird zwar noch ein bisschen, das wird noch ein bisschen, das ist auch der Schleimschank, das ist auch so eine Geschichte. Ich weiß gar nicht, bei welcher Folge ich mit dem Schleimschank angefangen habe, aber das war auch schon eine, bestimmt Folge 50 oder so. Und das zieht sich jetzt echt durch, ne, die ganze Zeit. Guck mal, ich habe hier eigentlich eine Kiste, Treppen, Leitern, Türen. Aha, siehst du, habe ich schon wieder vergessen, dass ich hier so eine Kiste habe. Das ist der Wahnsinn. Ich mache auch irgendwie fange ich immer das ganze Gezeugs hier an und irgendwie mache ich das dann irgendwann nicht mehr weiter und verfolgt das nicht bis zum Schluss. Ich glaube, da muss ich glaube ich auch grundlegend mal was ändern, dass ich halt solche Geschichten auch durchgehend mal zu Ende bringe. Meiner Meinung nach. Wo haben wir denn Körnermais? Achso, Körnermais ist drüben, ne? Genauso jetzt wie mit den Öfen. Dass ich da jetzt noch nicht weitergemacht habe. Da sind übrigens auch gute Tipps gekommen wegen dem Ofen, dass ich doch ein Loch nach oben in die Decke machen soll. Das ist eine coole Idee. Ich glaube, ich werde aber ein Loch nach unten machen und dann die Kiste im Boden einlassen. Ich glaube, das ist auch eine ganz nette Idee. So. Ich werde erstmal ein bisschen Hühnchen essen. Hallo, Hühner? Ja, ein Sprung ist getriggert, aber nicht alle, ne? Ja, jetzt sind sie alle getriggert. Jetzt wollen sie alle. Jetzt kommt mal her hier. Jetzt machen wir so ein bisschen. Ja, wie soll ich sagen? Jetzt werden wieder ein paar Grillhähnchen gemacht. Es brennt, es brennt, es brennt, es brennt. Das ist schon wieder ein Massaker hier, ne, was hier gerade angerichtet wird. Wie sieht es da hinten aus mit euch? Habt ihr auch Bock oder weniger? Weniger, ne? Okay. Dann nehmen wir einmal die Lava wieder in Eimer. Und dann würde ich mal sagen, bräuchte ich am besten hier eine Kiste, ne? Hier müsste eigentlich eine Kiste drin sein, in der ich die ganzen Sachen mal reinpacken kann. Hoffentlich reicht das jetzt von der Zeit her. Ich glaube, 3 Minuten habe ich, um alles wegzuluten. Das müsste aber eigentlich. Ich hoffe, dass da noch eine Kiste irgendwo ist. Ist hier noch eine Kiste drin? Nee, ist nicht, aber dann bauen wir halt schnell eine. Da bin ich ja flexibel. Flexibel wie irgendwas, also wie alles Mögliche sozusagen. So, zack. Das war einer da zu viel. Jetzt haben wir nämlich noch einen wieder über. Der kommt dann dahin.
Dann kommt das Holz gleich wieder hier rein. So, und dann müssen wir nämlich zusehen, dass wir jetzt eine Kiste aufgestellt kriegen da drin, dass ich den ganzen Kram mal einsammeln kann. Schon in die Kisten schmeiße, in die Kisten packe. Und dass ich das dann alles einsammle, ne? Auf jeden Fall. Und da müssen wir uns echt, das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Idee, irgendwann früher oder später ein Schienensystem zu haben. Ein Schienensystem zu haben, mit dem wirklich alles, was irgendwie irgendwo farmbar ist, auch rübergebracht wird zum Haus automatisch. Also mit einer Lore oder sonst irgendwas. Also sowas irgendwie, sowas in der Art hätte ich, glaube ich, tatsächlich gerne. So, halt irgendwie eine Möglichkeit. Oh, das sollte da eigentlich gar nicht rein, aber egal, das ist jetzt trotzdem da drin. Erstmal alles. Ja, nee, ist nicht dein Ernst, oder? Du bist jetzt nicht geflohen. Nee, du wolltest aber fliehen. Das sah auch beinahe so aus, als ob das tatsächlich klappen würde. Aber okay, hat anscheinend nicht geklappt. Gott sei Dank. Ansonsten müssen wir gleich die Kiste nochmal umstellen. So, jetzt sind hier auch wieder, jetzt ist hier auch wieder ein bisschen, ist der Sound auch wieder ein bisschen, bisschen vernünftiger. Jetzt sind ja hier nicht mehr so viele, nicht so viele Hühner mehr, die hier die ganze Zeit rumgackern. Die versuchen das echt über die Kiste zu fliehen, ne? Ein kleines Schweinchen hier. So, wie viel haben wir jetzt noch hier? Da sind noch ein paar, hier sind auch noch ein paar. Haben wir noch mehr? Ja. Jetzt haben wir aber alles weg hier. Sehr cool. Jetzt ist erstmal alles eingesammelt. Das, was jetzt noch kommt, das ist neu. Das ist der Neuware. Das lassen wir dann erstmal liegen. Und die versuchen hier echt rüber zu jumpen, ne? Denen gelingt das auch fast. Warte mal, ich muss mal hier ganz kurz zwei neue Kisten machen. Und zwar ist die eine Kiste, die wird ausschließlich für Eier sein. Das ist dann so eine Kiste, mit denen ich dann, je nachdem, wenn ich dann mal sage, okay, ich möchte jetzt hier noch mehr Hühner haben oder so, wo ich dann darauf zugreifen kann. Weil ich glaube, über die Eierbahn ist schon das ganze System voll, die ganzen Pipes und alles. Das heißt, da geht eh nichts mehr momentan. So, das passt. Jetzt können wir uns mal die restlichen Sachen hier rausnehmen. Dann gebe ich einmal kurz... Oh, da ist noch ein Ei gewesen. Das nehme ich natürlich auch liebend gerne mit. Jetzt werde ich die Kiste einmal kurz... Oder beide Kisten einmal wieder abbauen. So, ihr kommt ja natürlich... Ich komme genauso wenig raus wie ihr. Ich nehme mal hier noch ein paar Eier mit. Aber ich habe so ein bisschen... Oh, da liegt noch ein Ei und eine Feder. Ich habe ja so ein bisschen Skill, so ein bisschen mehr Skill als ihr Hühner. Und deswegen komme ich da ja an der Seite auch raus, ne? So, ein Ei noch. Die ganzen Federn schmeiße ich erstmal hier rein. Ja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich schmeiße ich das da nicht rein. Das kommt mit rein ins Haus. Genauso wie die Kisten auch mit rein ins Haus kommt. Bloß die eine Eierkiste, die lasse ich da stehen. Die kann da stehen bleiben. Das ist nicht so schlimm, wenn die da draußen ist. So, jetzt haben wir wenigstens mal wieder ein bisschen dafür gesorgt, dass die FPS runtergehen. Dass hier wieder ein bisschen das Spiel wieder ein bisschen flüssiger läuft an der einen oder anderen Stelle. Es wurde sich auch gewünscht, dass ich mal wieder die Tiere vermehre. Das ist eigentlich auch eine ziemlich gute Idee. Das können wir ziemlich auch gleich nochmal machen. Und dann wollte ich trotzdem nochmal zur Leiter gucken und schauen, wie sich das da jetzt weiterentwickelt hat. Und dann möchte ich eigentlich auch mal wieder. Wir brauchen eigentlich mal wieder Holz, ne? Wenn ich mir jetzt so ein bisschen die Holzvorräte angucke, dann habe ich zwar hier Fichte. Oh, das wollte ich jetzt nicht trennen. Da ist Fichte, da ist auch Fichte. Da sind Setzlinge, die können wir mal rausnehmen aus der Tasche. Die haben da nichts drin zu suchen. Guck mal, hier haben wir schon Bretter. Das sind Eichenholzbretter. Das sind ja die ich gerade eben gemacht habe. Da ist Eichenholz nochmal. Guck mal, das sind Fichtenholzbretter. Die können damit hin. Da ist Birke. Birke bräuchte ich eigentlich mal wieder, ne? Birke haben wir echt wenig. Birke haben wir wirklich wenig momentan. Ich könnte mal die Holzkisten quasi auch mal organisieren. Haben wir gar keine Birkensetzlinge momentan? Habe ich keine Birkensetzlinge? Warte mal, Moment, Mom, was? Ich habe tatsächlich keine Birkensetzlinge, ne? Wollen wir uns das mal anschauen hier? Da sind keine drin. Ach, da, siehst du? Nee, das sind Porzellan. Ach, da sind die Birkensetzlinge. Alles klar, dann habe ich welche gefunden. Dann werden wir mal ein paar Birken kurz anpflanzen. Das können wir hier vorne ja machen.
guck mal, hier war ich auch mal bei gewesen, ne? Hier war ich ja eigentlich auch dabei, ein bisschen, ich wollte gerade sagen, Landraub zu betreiben. Aber im Grunde ist es ja kein Landraub, sondern ich wollte hier anfangen, die Geschichten weiter auszubauen, ne? Habe ich auch irgendwie voll vergessen. Ich lasse so ein bisschen Platz zwischen den einzelnen Birken, damit die sich schön entfalten können. Damit die sich schön entfalten können. Ich habe das ja schon mal gemacht oder gehabt, dass die ein bisschen zu nahe standen und dann immer nur so eine nach der anderen kam, irgendwie ganz komisch. Und das hat mir nicht gefallen. Ich möchte jetzt auch nicht hier mit Knochenmehl rangehen und die dadurch künstlich hochziehen, sondern ich lasse sie einfach machen. Einfach mal machen lassen und dann sehen wir das ja, wann die Kollegen kommen. Ne? So, 27 noch. Habe ich noch in der Tasche. Das heißt, wir können noch ein paar setzen. Warte mal, ich mache das mal andersrum, dann sehe ich auch wieder was. Für euch ist es jetzt gerade ein bisschen dunkel, ne? Für euch ist es tatsächlich gerade ein bisschen dunkel. Ich will auch gleich nochmal gucken, dass ich gehe jetzt gleich schlafen. Von dieser Birkenfarm will ich tatsächlich ein Bild machen. Das wird dann quasi Bild für die Folge. Genau, das Bild für die Folge. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit meiner kleinen Stone Slab, Stone, mit der Slab, mit der Slab, Stufengeschichte, Treppengeschichte, bin ich sehr, sehr zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so cool finde. Guck mal, das ist jetzt das Bild für diese Folge. Zack, abgespeichert. So, da muss ich mir nachher nochmal ausdenken, was ich für ein Bild für die Folge für die gestrige Folge machen. Aber das kriegen wir auch hin. Ne, so sieht das aus. Ich wollte doch Tiere vermehren. Oh, ich habe Dings dabei, ne? Dann können wir auf jeden Fall mal 10 neue Kälber holen. Können wir 10 neue Kälber ziehen. Und dann gehen wir nochmal. Ah, es sind auch schon viele Kühe mittlerweile, ne? Also Kühe haben wir mittlerweile auch ganz viele. Vielleicht wird das hier auch mal eine Möglichkeit. Ja, das Einzige, was halt doof ist an Lava, ist, dass es dann schon. Oh, das war's. Ich habe nicht mehr. Habt ihr ein paar Dings für mich? Habt ihr ein paar XP für mich? Das wäre ganz nice. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wie sieht das da hinten aus? Ah, guck mal, das ist schon auf die dritte Stufe hochgewachsen, ne? Aber das wird jetzt dauern, bis das Gras da hochwächst. Das wird jetzt echt dauern, bis es da hochwächst. Aber wenn es denn hochgewachsen ist, dann ist es auch oben angekommen. Und dann wird sich das da oben auch verbreiten. Und dann kann ich darauf immer wieder zurückgreifen. Ist sogar auf der vierten Stufe schon. Gucken wir uns das schon auf der vierten Stufe. Das ist doch cool. Das funktioniert. So funktioniert das auf jeden Fall. Na, dann muss das hier so langsam hochwachsen. Die ganze Zeit, Stufe für Stufe. Und ich habe, genau, das habe ich, glaube ich, das letzte Mal angesprochen. Aber dann. Oh, ihr seid ja schon groß mittlerweile. Das ist ja cool. Küken. Oh, tschüss. Stirbst du beim Fall? Ne, du gleitest langsam runter, ne? Jetzt machen wir uns mal ein paar. Was? Was? Jetzt machen wir uns ein paar Chicken McNuggets. Na, kommst du wohl her? Dein Ernst? Ich hab null Aim, ne? Lol. Oh, kann ich hier ein bisschen Sand rausnehmen? Das sieht hier so ein bisschen. Oh ja, pass mal auf. Haben wir eine Schaufel? Ja, wir haben eine Schaufel dabei. Ich weiß, das ist eine Diaschaufel. Aber die Diaschaufel eignet sich genauso gut dazu, Sand wegzuschaufeln, wie jede andere Schaufel auch. So sieht das nämlich aus. Und Sand können wir immer gebrauchen für, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen. Ne? Selbst wenn es darum geht, Glas zu bauen. Oh, genau. Wir können ja auch. Vielleicht machen wir es morgen in der Sonntagsfolge. Die Sonntagsfolge ist zwar nur eine normale Folge, aber ich glaube, das können wir morgen schon machen. Dann werde ich nämlich die Sonntagsfolge und die Folge für den Montag, die nehme ich dann am Freitagnachmittag auf. Schon mal. Dann habe ich die nämlich auch schon im Kasten quasi. Und dann kann ich nämlich, dann mache ich nämlich in den nächsten beiden Folgen, machen wir an der Skybridge schon mal ein bisschen weiter. Und dann mache ich immer so ein bisschen hier, ein bisschen da. Bisschen tralalala und dann wird das alles so nach und nach langsam fertig. Ne? Ich glaube, das ist, glaube ich, auch eine gute Idee. Dann machen wir das alles so ein bisschen hier, ein bisschen da, ein
bisschen tralala. Und dann wird das überall, wächst das alles überall so ein bisschen langsam. Was ist das eigentlich für ein Baum, der hier steht? Wieso steht hier eigentlich ein Baum? Wer hat dich eigentlich gepflanzt? Mal hier ein bisschen für Ordnung wieder sorgen. So, wir können auch mal kurz, obwohl, das schaffe ich heute nicht mehr. Dafür ist die, sind wir leider schon zu weit am Ende. Aber morgen wird es auf jeden Fall bei der Skybridge weitergehen. Morgen am Sonntag in der Sonntagsfolge. Oder dann wird es an der Skybridge endlich mal wieder losgehen. Sagen wir es mal so. Und das wird sich dann wahrscheinlich auch in die Montagsfolge reinziehen. Ah, guck mal, die erste Birke ist. Oh, die ersten Birken sind schon fertig. Ah, cool. Das ist nice. Das wird sich dann so in Sonntag und Montag reinziehen. Dann gehen wir mal ein bisschen an die Skybridge, auf die Skybridge, fangen da ein bisschen an, was zu basteln. Wie weit bin ich jetzt vorhin hier unten im Keller gekommen? Da bin ich auch fertig geworden, ne? Also das, was ich so machen wollte, habe ich. Ja, genau, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe noch ein bisschen. Oh, wir können aber ganz kurz nochmal runtergehen in den Chunk. Die Kiste unten ausleeren. Also nochmal gucken, ob da noch was drin ist. Ich bin mir nämlich gar nicht so sicher. Da ist jetzt auch noch ein Slime. Das ist ganz gut. Dann können wir den mal wegnageln. Hier würde ich auch gerne mal bisschen alles abbauen, was da jetzt noch so ist, dass wir mal auf eine Höhe kommen. Das würde ich gerne mal demnächst auch angehen, das Thema. Und, oh, wo bist du? Da bist du. Weil hier ist nämlich auch Kohle und alles und das lohnt sich dann schon mal dabei zu gehen. Alter, Aim des Todes, ey. Nämlich gar keins. Genau, das heißt, ich würde hier nämlich auch gerne mal beigehen und die Fläche erstmal alles auf eine Höhe bringen, das Ganze. Und dadurch dann halt, oh, guck mal, die Kiste ist jetzt leer. Dann können wir das auf jeden Fall mal wieder hochbringen, das ganze Zeug. Und ja, das da unten auf eine Fläche bringen, dass wir da eine klare Kante haben. Und dann mal gucken, wie wir noch ein bisschen weiter runterkommen. Da unten ist ja noch Lava wieder. Also so, es wird, die nächste Zeit wird viel rumgebastelt wieder sein. Viel rumbauen, hier und da was hinbauen und so weiter und so fort. Und dann, ja, und halt auch dieses gucken, dass ich den Chunk da unten mal endlich mal fertig kriege, dass wir endlich mal Projekte wieder abschließen. Ne? Endlich mal wieder Projekte abschließen und dass es ein bisschen vorangeht. Ne? Ich glaube, das wäre auch ganz, ganz wichtig und ganz nice. So, das ist voll. Oder die Kiste ist voll. Wie ist die da oben ausgelastet? Die ist noch nicht ganz voll. Dann pumpen wir die mal voll. Jetzt ist die auch voll. Sehr schön. Jetzt habe ich nämlich auch einige Kisten, die voll sind. Dann wäre das eigentlich auch eine Maßnahme zu sagen, habe ich eine Sandkiste? Sand. Sand ist da, ne? Genau, Sand habe ich hier reingelegt. Dann wäre das tatsächlich mal eine Maßnahme auch zu sagen, okay, ich mache den automatischen Ofen mal langsam klar und kipp da ordentlich Brennmaterialien rein, beziehungsweise hau auch immer ordentlich Steine rein, dass wir Stein kriegen. Oder Bruchstein rein, damit ich Steine kriege. So sieht das aus. Guti, meine Freunde, ich bedanke mich wieder ganz recht herzlich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Danke für den ganzen Support. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns morgen bei einer weiteren Folge wieder. Bis dahin. Bye, bye.